Okay, Mama, tschüss. Ich wollte mit dir noch über eine Sache reden, Flower. Warum hast du die Klassenarbeiten gestohlen? Du müsstest sie doch gar nicht nachschreiben. Was? Welche Klassenarbeiten? Ich habe keine Klassenarbeiten gestohlen. Sag es doch einfach. Sag einfach, dass du sie geklaut hast. Einfach aus einem guten Grund. Mama, ich sage doch, ich habe sie nicht geklaut. Bitte, ich brauche jetzt keine Lügen. Du bist echt doof. Das ist auch die Wahrheit. Warum glaubt mir niemand? Haben wirklich viele gesagt. Nein, ich glaub dir nicht. Flower, warte. Nein, solange du mir nicht glaubst, gehe ich weg. Wohin willst du denn? Bleib gefälligst hier. Ich muss schnell zur Schule. So, anscheinend sind jetzt alle da und dann können wir auch mit dem Unterricht anfangen. Halt, stopp. Wer ist das denn? Mit ihnen habe ich doch gestern gesprochen. Sie sind die Mutter von Flower. Ja, ich bin die Mutter von Flower und Flower ist weggerannt. Ach, weil sie zu schlecht ist. Hör mir jetzt mal gut zu. Meine Tochter ist nicht schlecht. Ja, ist ja gut. Wehe, du sagst nochmal so etwas. Sie ist weggelaufen, weil irgendjemand ihr vorgeworfen hat, die Klassenarbeiten von euch gestohlen zu haben. Kann sich jetzt mal dieser Vollidiot hier melden? Hallo, bitte etwas ruhiger, das sind noch Kinder. Ich sag ihm mal was, ich kann richtig sauer werden. Ja, sehr gut. Ich werde sonst jedem von euch die Ohren lang ziehen, wer es nicht sagt. Cream, was ist los? Beruhigen Sie bitte diese Dame. Ja, gerne. Kommen Sie kurz mit mir. Hey, meine Tasche war neu. Hey, was ist denn los? Meine Tochter ist weggerannt, weil irgendein Blödmann hier aus dieser Klasse die Klassenarbeiten gestohlen hat. Beruhigen Sie sich erstmal. Wir finden bestimmt eine andere Lösung. Ich weiß nicht, wo meine Tochter ist. Sie kann ganz weit weg sein. Sie ist ganz alleine. Jede Gefahr kann auf sie treffen. Gut, wir werden suchen. Jetzt. Ich rufe jetzt sonst einfach die Polizei an. Sofort. Okay, ich gehe ins Sekretariat. Da habe ich ein Telefon. Warum habe ich ihr nicht geglaubt? Ich glaube, ich verstecke mich hier. Hier findet mich erstmal niemand, hoffentlich. Na. Mich geschlafen. Gut, ich habe die Polizei verständigt. Sie werden gleich los. Danke. Es wird alles gut, okay? Ja. Kinder, jetzt bleibt alle mal ruhig. Das heißt, so lange noch nicht. Jetzt habe ich mich versprochen. Nee, egal. Solange sie weg ist, wird hier immer noch keine Unruhe sein, okay? Was werden Sie denn dagegen unternehmen? Was ist, wenn man sie nicht findet? Dann findet man sie eben nicht. Das war hart. Ja. Ihr habt jetzt einmal kurz Pause, okay? Geht zum Schulhof oder so und mir wird das alles zu viel. Pause, Kinder. Boah, das ist der einzige Tag, an dem ich ihn richtig mag. Ja, cool. Kommst du? Bist du dir sicher, dass uns niemand gesehen hat? Ja, komm, wir gehen sonst einfach ins Klo. Aber das ist ein Mädchenklo. Voll egal. Kommst du, du Angsthase? Was ist, wenn jemand das sieht? Ist doch voll egal. Nun, was machen wir? Keine Ahnung. Oh, ich muss dringend auf die Toilette. Zum Glück frei. Ich wollte euch gar nicht weiter stören. Das sage ich sofort. Schoko. Ist ja praktisch. Hast du das Schild auf frei gemacht? Woher soll ich das wissen? Ich geh. Geh ruhig. Dad. Das da. Was ist, Junior? Hat sich jetzt schon erledigt. Ja. Das geht doch so nicht. Wir wissen doch, dass es da war. Ja, aber so einfach können wir sie auch nicht verpetzen. Aber ich meine, die Neue hat doch von der Langzeitschäden. Ah, ich weiß nicht, was richtig ist. Ich meine, von Star war es auch nicht korrekt. Ich finde, dass Star sich an ihrer Stelle entschuldigen sollte. Ja, ich sehe es genauso wie du. Ich meine, wie kommt man nur auf so eine blöde Idee? Ich meine, es ist doch nicht deren anderen schuld, wenn die eine schlechte Note haben. Ja, sehe ich auch so. Okay, wollen wir Flower suchen? Aber wir haben nicht so lange Pause. Naja, eine Stunde mehr. Denkst du, das reicht? Ja, sollte schon reichen. Kommt, Mädels, wir suchen sie. Aber stopp. Wir wissen doch gar nicht, wo sie ist. Und deswegen sucht man ja auch jemanden. Nein, sie kann ja überall sein. Sie kann ja jetzt auch schon in irgendeinem anderen Land sein. Pferdetopien oder was? Aha, war jetzt gar nicht lustig. Mhm. Ach, kommt, Mädels. So weit kann sie auch nicht sein. Von daher, wo sie recht hat, hat sie recht. Ich hab keinen Bock. Die wird doch schon selber irgendwann wiederkommen. Stimmt, da ist irgendwas dran. Also heute jetzt doch nicht, oder?
Wie? Nee, wir bleiben lieber hier. Tut uns leid, aber nee, wir schaffen das. Wir wollen es einfach nicht, verstehst du? Irgendwann haben wir dann selber Ärger drin und kriegen richtig viel Ärger. Gut, danke. Ich wollte mit dir über was reden. Bum, 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 bum. Ja, mein Liebe, worüber denn, ja. Da waren gerade zwei Leute auf dem Klo statt ein. Naja. Ja, okay. Guten Morgen, Schokolei. Du Dussel. Das ist wohl ein falscher Zeitpunkt, nicht wahr? Hä? Brego, was ist los? Warum beleidigst du ihn einfach? Ich habe ihn. Das ist nur so ein Name eben. Weißt du, du bist so doof, aber das ist doch nur ein Name. Das verstehe ich nicht. Ja, er beleidigt mich die ganze Zeit, als wäre ich fett und so. Stimmt das, Brego? Nein, er lügt. Er will dich nur haben. Also, weißt du, ich glaube einfach niemanden von ihm. Ihr seid einfach alle doof. Vielen Dank auch. Du wirst noch meine Rache bekommen. Du wirst sie noch bekommen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Alles gut bei euch? Also, ich muss sie trösten. Ja, sehr verständlich. Ich brauche einfach mal eine kleine Auszeit. Das genügt nur. Oh, morgen. Sind Sie neu hier? Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Sind Sie neu hier? Ja, ich bin seit ein paar Tagen hier Lehrer. Oh, schön, Sie kennenzulernen. Wie heißen Sie denn? Herr Pino. Schöner Name. Ich bin Frau Sonnenblume, aber Sie nennen mich immer Sonnenschein, weil ich Sunny heiße. Okay, Sunny? Ja, Sunny. Alles gut bei Ihnen? Naja, nicht so. Sie können einfach auch vielleicht so einen kleinen Spaziergang mit mir machen. Ich meine, das wäre doch nicht so schlimm, oder? Nein. Na los. Ich habe eine Freundin. Hast du was gesagt? Nein. Warum? Nein. Es ist hier einfach wunderschön. Es ist wunderschön. Vor allem der Bambus. Ja, ich komme hier öfters her, aber alleine macht das irgendwie keinen Spaß. Deswegen brauche ich immer jemanden. Ja, ich kenne noch weitere Wege. Kommen Sie mit. Und hier ist der Schulgarten. Hier pflanzen wir verschiedene Dinge. Karotten und dort hinten sind Gurken und noch mehr. Das ist ja einfach schön. Die Pflanzen sollten sich hier wohlfühlen. Ja, finde ich auch. Naja, wir gehen einfach wieder zurück, okay? Sie ist so umwerfend. Sunny, es war einfach bezaubernd. Wow, danke. Weg da, du! Au. Alles gut? Ja, alles gut. Oh, oh Mann, Brego, bist du irgendwie doof oder was? Was hast du denn? Was macht dieser Typ hier? Nix Schlimmes. Was? Warum machst du das? Ich darf über mein Leben bestimmen und nicht du. Du bist einfach nur ein Vollidiot. Weißt du das, Brego? Ach so, danke. Ich mache. Wir sind einfach keine Freunde mehr, ja? Wir waren auch nie welche. Du bist unmöglich.